So, herzlich willkommen zurück zu Corekeeper. Die letzte Aufnahme ist jetzt geschlagene 15 Minuten her bei mir ungefähr. Von daher weiß ich noch sehr wohl, was wir alles machen wollten. Nicht wie sonst, wenn ein Tag vergangen ist und ich habe wieder keine Ahnung von dem, was wir eigentlich gemacht haben. Unsere Pflanzen wachsen, sehr schön. Genau, ich wollte hier ein bisschen umgestalten, gerade mal ein bisschen. Unsere Essensanzeige sieht sehr schäbig aus. Gerade mal kurz gucken. Wir können doch auch noch so ein Ding bauen. Hier so ein... Aha, Holz, Kupferbarren. Okay, haben wir noch genug Kupfer? Nö, haben wir nicht. Gut. Ich nehme jetzt mal die Paprika. Zack. Zack. Und schieb noch einen Pilz hinterher. Es ist irgendwie alles nicht so befriedigend irgendwie hier gerade beim Essen. Haben wir nicht noch irgendwas Vernünftiges zu futtern? Essen. Okay. Ah, die hauen ganz gut rein. Kann auch sein, dass ich hier gerade voll den Murks mache und hier gerade das Essen aufs Übelste verschwende. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Wir brauchen auf jeden Fall, ich möchte auf jeden Fall jetzt ein bisschen ein paar Räume gestalten und sowas. Wir brauchen Holzwand, dafür brauchen wir Erdwand und Holz. Und Holzboden. Und für eine Holztür brauchen wir Kupferbarren, okay. Also, dann brauchen wir mal die Kupferbarren. Wir brauchen Holz. Wir brauchen Erdwand. Holz. Warum stecken die sich hier nicht? Das ist ja... Okay. Na gut. Gut, gut, gut. Hier unten wollte ich auf jeden Fall diese Beete hinsetzen. Sehr schön. Also die Beete hätte ich ganz gerne hier unten. Schauen wir doch mal. Und vielleicht auch ein Ticken größer, weil wie ich ja gesehen habe, müssen wir uns auch noch um unser Essen kümmern. Vielleicht jetzt nicht unbedingt kaputt machen. Ich habe Angst, dass das Zeug dann weg ist. Ich kenne mich noch zu wenig damit aus, jetzt gerade mit dem Spiel, als ich, dass ich da jetzt munter auf die Kiste einprügeln will. Warum ich immer so kurze Folgen mache, sollte ich vielleicht auch mal erklären. Also vielleicht der ein oder andere, der eventuell schon mal ein anderes Let's Play von mir gesehen hat, ist, hat gemerkt, dass ich dann immer relativ zeitnah, also meistens so nach einer Stunde spätestens Aufnahmen beende. Es hat einfach damit was zu tun, dass mein ganzes Setup, was ich hier habe zum Aufnehmen, aktuell noch nicht so wirklich der Knaller ist. Das heißt, ich habe nur einen einzigen Bildschirm, was natürlich ein bisschen ungünstig ist. Weil man nicht sieht, ob die Aufnahme läuft, läuft sie nicht, keine Ahnung. Ich sehe nicht, ob das tontechnisch, ob das hinhaut, ob ich übersteuere, ob das ausschlägt, wie auch immer. Es sind verschiedene Sachen, wo ich echt schauen muss. Ja. Genau, sorry. Gerade wieder geistesabwesend. Ja, auf jeden Fall wird daran gearbeitet.
Also ich werde jetzt das ein oder andere holen. Ich werde auch ein anderes Mikro demnächst mir wahrscheinlich zulegen, weil das jetzt auch gerade alles hier so ein bisschen notdürftig zusammengeschustert ist, dass das hier überhaupt irgendwie funktioniert. Und da habe ich mir auch schon ein paar Sachen überlegt, wie ich das machen möchte. Und ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Auf jeden Fall habe ich da schon so ein Mikro in Aussicht, was ich mir holen werde. Wenn es Leute interessiert oder so, ihr könnt mir das dann gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr jetzt sagt, ja, cool, sag mal, was hast denn du dir eigentlich für ein Mikro zugelegt? Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben. Dann würde ich euch das auch darauf antworten. Schon wieder abwesend. Und würde ich einfach sagen, was ich mir für ein Mikro zugelegt habe. Ja. Neue Cam steht auch noch an, weil die ich aktuell habe, die ist wirklich ein Zustand. Das kann es keinem zumuten. Das ist irgendwie auch alles nur so notdürftig zusammengeschustert und es gefällt mir aktuell noch nicht so. Das könnte man alles viel schöner und besser, das gefällt mir jetzt ja auch nicht, was ich hier gerade gebaut habe. Das könnte man alles viel schöner und besser haben. Und ich möchte euch auch ein bisschen bessere Qualität abliefern. Und von daher muss hier noch einiges geändert werden. Wie gesagt, kommt noch ein zweiter Bildschirm auf jeden Fall dazu. Eventuell sogar noch ein dritter, je nachdem. Weil es einfach mehr Sinn macht, dass ich während der Aufnahme mal kurz einfach Blick rüber werfen kann und sehe, läuft die Aufnahme, läuft sie nicht, läuft alles flüssig, übersteuere ich oder wie ist das? So, das macht alles halt mehr Sinn. So, das machen wir aber so. Also ich glaube, den hier können wir noch weghauen. Ähnlich wie den und den. Das würde ich einfach so lassen. So, dann habe ich mir nämlich überlegt. Jetzt brauche ich ja die Hake. Würde ich hier so ein bisschen. Gucken wir mal gleich hier am Boden machen. So. Das ist jetzt natürlich auch erstmal alles nur Anfang. Das kann sich hier alles nochmal ein bisschen ändern. Ich würde hier vielleicht noch so einen kleinen Weg machen. Und hier oben würde ich Pilze anbauen. Also, das war so meine Überlegung. Zack, hier mal mit. So, 4 Böden haben wir. Von diesem Pilzboden und wir bräuchten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Das heißt noch 6 Stück. Da oben haben wir aber welche, ne? Ja. Die nehmen wir direkt mal mit. Wo haben wir die? Jetzt habe ich 11, warum auch immer, aber okay, auch okay. Lieber zu viel als zu wenig. So. Hier oben würde ich jetzt einfach mal zum Beispiel die Pilze in die Ecke knallen. Unsere Früchte sind hier fertig. Samen haben wir, das ist okay, das ist sehr gut. Das schmeiße ich jetzt einfach mal da oben rein. Genau. Dann können wir hier schon wieder ein bisschen was anbauen. So, finde ich das schon ein bisschen geordneter, schöner. Keine Ahnung. Kann auch voll scheiße aussehen, ich weiß es nicht.
Wir werden sehen. Ich hätte ganz gerne einfach nur der Optik halber hier ganz gerne so einen Eingang. So reinkommen. Da. Ist natürlich wieder voll die Platzverschwendung, logisch. Aber das können wir auch noch alles ausbauen. Werden wir wahrscheinlich auch noch. Hier unten. Soll ich hier ein Lager hinmachen mit Kisten? Also links und rechts Kisten. Könnte man eigentlich machen. Ich wollte jetzt erstmal hier so ein bisschen Boden machen. So, wir haben glaube ich noch eine Kiste irgendwo, ne? Irgendwo hat man eine, ja. Das ist eigentlich ganz gut so. Zum Beispiel dann das nehmen. Zack, 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 zack. Das nehmen wir alles mal raus. Und dann schmeißen wir das hier mal alles rein. Das behalten wir nochmal. Das brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Das können wir mal so ein bisschen zusammenpferchen hier. Ordnung muss sein. So. Dann können wir gleich die nächste Kiste nehmen. So, die platzieren wir einfach dann daneben. Und dann nehmen wir einfach das ganze Zeug hier. Bam, 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 bam. Aber wir können, glaube ich, auch auf... Nee? Okay. Okay, okay, okay. So. Und dann knallen wir das ganze Zeug hier mal wieder rein. Den Pilzboden hat man hier. So. Das Schwert können wir da noch reinmachen. Die Blumen schmeiße ich da jetzt auch mal wieder rein. Das Essen behalte ich jetzt einfach mal. Wir sind wahrscheinlich eh so ein kleiner Nimmersatt, der die ganze Zeit am Fressen ist. Jo. Dann bauen wir die auch noch ab. Nicht den Boden. So. Dann haben wir hier noch eine Kiste. Da wächst das Zeug. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Da oben, das lasse ich jetzt erstmal so, wie es ist. Hier würde ich vielleicht noch Wände reinziehen. Ich wollte gerade sagen, brennt das jetzt dadurch? Okay. Nee, anscheinend nicht. So, dann haben wir hier noch so links und rechts Fackeln. Ja, hier unten. Das mache ich weg, das sieht dann natürlich da nicht schön aus. Das alles hier gerne ein bisschen schöner gestalten. Jetzt nicht so der Plan. Eher so. Ja, hier hinten kann man es, glaube ich, offen lassen. Da kann ja eigentlich nichts reinkommen. Da ist ja nur Wasser. Dann hauen wir mal hier die Erde da weg. Das hier machen wir auch mal weg. Ja, ich würde sagen, hier könnten wir... Was machen wir da? Sollen wir da so eine Art Werkstatt vielleicht draußen machen? Dass man dann in dem Bereich hier vielleicht so Werkstattgedöns macht und da hinten vielleicht so ein bisschen Küchenbereich oder dass man da in Ruhe kochen kann. Ich weiß es noch nicht, wir werden sehen.
So, erstmal machen wir hier den Boden, den Bodenleger spielen. Wenn es aber echt so einfach wäre, ne? So. Sieht doch schon viel schöner aus so. Dann schauen wir mal, dass ich das hier ab. Ich muss ein bisschen aufpassen, wo ich hinhau. So. So. Ja, da muss man gucken, wo man hinhaut. Den Amboss, den mache ich dann immer in die Ecke. Nebendran würde ich jetzt hier einfach den Ofen stellen. Beziehungsweise. Oh. So. Dann mache ich jetzt mal die Werkbank. Dann mache ich den Amboss hier hin. Und den Reparaturtisch hier hin. Was da hinten in die Ecke kommt, das weiß ich jetzt noch nicht. Das werden wir noch entscheiden. Wisst ihr was? Guck mal. Zack. Da steht jetzt einfach unser Grabstein rum. Der ist jetzt halt da. Bisschen Dekoration. Was brauchen wir denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 25, 27 Böden. Joa, machen wir doch mal. So, jetzt haben wir 28, ein zu viel, passt. Sehr schön, sehr schön. Und wieder den Boden weggehauen. Ich lerne es auch nicht. Ich lerne es einfach nicht. So, zack, 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 zack. Zwei haben wir noch. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch. So, die Ecke. Da. Und da. Gut. Die erste Tür, die würde ich jetzt einfach mal. Da können wir noch den Boden reinsetzen. So. Und dann würde ich sagen, können wir die erste Tür mal hier setzen. So. Sehr schön. Also, ich finde es jetzt schon wesentlich schöner, geordneter. Klar, das mit den Beeten, das muss noch ausgebaut werden. Das ist ein Witz hier, das ist nichts. Aber so im Großen und Ganzen sieht es jetzt schon mal ein bisschen ordentlicher aus. Ich könnte. So. Hier und hier einfach mal Fackeln setzen. Hier eventuell noch. Hier noch eine. Ja, so. Dass das hier einfach ein bisschen ausgeleuchteter ist. Hier drinnen sollten wir eventuell mal was machen. Dann würde ich sagen, will ich hier gar nicht mich jetzt groß länger aufhalten mit, sondern wir gehen ein bisschen auf Erkundungstour. Bevor ihr euch hier alle zu Tode langweilt, da habt ihr glaube ich gar keinen Bock drauf. So. Ah, da haben wir wieder hier den Kollegen. Zack. Bäm, weg mit dir. Was haben wir da Schönes gekriegt? Eine Figur, okay.
Genau, wir haben noch diese Truhen, für die wir die Schlüssel brauchen. Und ich weiß halt immer noch nicht, wo wir die herkriegen, die Schlüssel. Oder wie wir die herstellen. Soweit sind wir noch nicht. Brauchen auf jeden Fall ein bisschen Kupfer, dass wir mal so einen Kessel herstellen können. So einen Topf. Dass wir eventuell kochen können. Das wäre schon mal nicht schlecht. Und ein bisschen die Gegend erkunden, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Da unten waren wir. Welche Richtung schlagen wir uns durch? Dann würde ich sagen, wir boxen uns einfach mal in diese Richtung hier durch und schauen mal, wo wir rauskommen. Hier oben glitzert es auf jeden Fall schon mal. Wir sind in einem Raum gelandet. Und hier sind noch größere, ekligere Pickel, wie ich gerade sehe. Jetzt machen wir mal den weg. Oh, der hat mir. Oh, unsere Lebensanzeige hat sich geändert. Ich glaube, das liegt daran, dass wir Hunger haben. Mal kurz hier ein bisschen das Zeug so platzieren. Essen voll, aber zieht Gesundheit ab. Okay, dann machen wir das jetzt einfach mal. Okay, also das mit dem Essen, da muss ich mich nochmal auseinandersetzen. Das ist irgendwie noch alles ein bisschen komisch für mich. Blub. 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 Wir hauen euch mal alle kaputt. Pilz, damit das Leben auch wieder voll wird. Der macht aber auch Essen voll, aber halt langsam. Naja. Da muss ich mich nochmal gründlichst auseinandersetzen, wie ich das am besten mache. Hier oben glitzert alles. Und links von uns glitzert auch alles und über uns glitzert schon wieder was. Das ist gut, wir brauchen viel Kupfer. Würde ich erstmal behaupten. Und dieses Zinnerz, das bräuchten wir natürlich auch. Was haben wir hier? Oh, Golderz. Da oben leuchtet's. Da will ich mal hin. Vielleicht gibt's da wieder was Schönes. Auf jeden Fall gibt's da wieder diese hässlichen Weihnachtsmützen. Was ist denn das? Was ist denn das? Kann ich das? Oh, Bodenplatte. Ja, nice. Ja, die nehmen wir doch gerne mit. Da können wir ja dann hier. Was ist denn das? Hä? Ist das eine Rennstrecke? Ich hab mal so ein Bild gesehen von dem Spiel, wo die mit so Karts rumgefahren sind. Aber ich glaube, wo ich das letzte Mal gespielt habe, und das ist wirklich schon ein Weilchen her. Ich glaube, da gab es das Spiel sogar noch nicht mal auf. Ach was, wie cool. So ein Fred Feuerstein-Auto. Ja, wie geil ist das denn?
Ah, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ist schon. Hey, wir sind flott unterwegs. Ja, wie geil ist das denn? Ey, das macht mir richtig Spaß, das ist richtig cool. Bäm, aus der Bahn. Oh mein Gott. Ich hatte den Tod vor Augen. Kann ich das mitnehmen? Tatsache. Primitives Go-Kart ist echt so ein Fred Feuerstein-Auto. Voll geil. Die Bodenplatten will ich haben, die gefallen mir. Ich habe das nur mal auf dem Bild gesehen gehabt, dass es hier irgendwie so Go-Karts gibt. Und ich glaube, es gibt noch andere. Nehme ich auch noch mit. Wer weiß, für was man es brauchen kann. Es gibt auch noch andere, glaube ich, so ein modernere. Und dass man damit rumheizen kann. Was natürlich echt cool wäre, weil dann könnten wir uns hier so eine, je nachdem, ich glaube, man baut hier später nämlich noch ziemlich weite Strecken zu gewissen Punkten. Und ich weiß nicht, ob es sowas wie ein Teleportsystem nachher gibt. Und falls es das halt nicht geben sollte oder so, wäre das natürlich eine coole Alternative, dass man sagt, man baut sich so eine Art kleine Autobahn. Baut sich so eine kleine Strecke. Wenn man weiß, okay, in die Richtung muss ich ziemlich weit und dann baue ich da halt eine gerade Strecke hin und dann kann ich da mit unserem Go-Kart hinheizen. Das wäre natürlich geil. Das spart uns Zeit und Arbeit. Ja gut, Arbeit nicht wirklich, erstmal macht's Arbeit. Aber es spart dann Zeit im Endeffekt. So, aber die Platten, die möchte ich alle mitnehmen. Die können wir bestimmt sehr schön bei uns verbauen. Können wir mal. Okay. Das heißt, wir können die Farbe dann bei denen ändern. Gold nehmen wir natürlich mit. Go-Kart technisch. Ah, die können wir stacken. Dann können wir die auch alle mitnehmen. Sagen. Wenn die jetzt nicht stackbar sind, dann muss ich die jetzt nicht alle mitnehmen. Aber sie sind es. Ich bin gespannt, was wir hier noch alles entdecken können. Also ist, glaube ich, einiges, also seit ich das letzte Mal gespielt habe, ist einiges dazugekommen. Wie gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher, als ich glaube, als ich das gespielt habe, war es relativ neu draußen. Und ich glaube, da gab es das Spiel noch nicht mal auf Deutsch, da gab es das nur auf Englisch. Kann mich aber auch irren, kann das jetzt auch mit einem anderen Spiel verwechseln, also ich will mich da jetzt auf nichts festlegen. Kisten. Das nehmen wir noch mit. So. Jetzt dürften wir dann gleich alles haben an Böden. Die können wir natürlich dann super bei uns verlegen irgendwo, wenn wir dann den richtigen Platz dafür finden. Und nochmal eine Kiste. Nehmen wir auch mit. So. Hier geht's, wie es aussieht, abwärts. Da begebe ich mich jetzt mal noch nicht hin. Hier oben glitzert es schön. Und da haben wir auch wieder einen von unseren Kollegen, die einem so herrlich auf die Nerven gehen können. Jo, und das war's auch mit dem Kollegen. So, die Pilze nehmen wir natürlich alle mit.
Ja, weiß man es wieder so was Gutes gibt. Ah, du mich auch, Kollege. Na komm, wo bist du? Zack, weg mit dir.